Oh, und übrigens, ne, es gab da ja auch irgendwann noch so ein schönes Video oder so, ne? Also ich glaube, wir wurden jetzt nicht namentlich genannt, ja. Aber ich hatte doch schon stark den Eindruck, dass es da irgendwie um unseren Stream ging mit dem Exorzisten-Stream. Kann sein, da gehe ich mal von Boah, da aus, ist ja. mir so das Herz aufgegangen, ne? Also das war wirklich, das war so schön, ne? Also Nee, ich habe kann ich mir das mir so. vorstellen, ja, man erinnert sich Ja, halt das an ist die mir. alten Ich habe mir das so Zeiten. geeignet. Also danke, Martin, ja. Das war so klasse, ne? Das war, da habe ich dann wirklich schon geguckt, ne? Und dann, ach nee, jetzt geht's nur noch 20 Minuten oder so, ne? Und das war wirklich toll, ne? Also das war schon, ja, und vor allem, du siehst ja auch daran, ne? Wie interessant man ja doch noch für den einen oder anderen ist, ne? Also dass man ja gar nicht denkt, ja? Und dass dann doch noch da noch so viel da, ich fand's wirklich schön, ja. Also ich hatte ja vorhin erzählt, bin ja irgendwann noch mal in den Chat reingegangen, wo der hier gestreamt hat, dann kam er dann direkt wieder mit Psychopath und so, ne? Ich habe da übrigens noch den Ausschnitt irgendwo auf meinem Kanal, das kann man sich angucken. Aber wie gesagt, und ich habe den ja auch hier für die Sendung nominiert, ne? Und ich sag dir ganz ehrlich, jetzt mal abgesehen von manchen Sachen, die da halt unter aller Sau waren, ne? Auch aus seiner Richtung auch. Aber menschlich gesehen, ne? Ich mochte den immer voll. Und ich mag den auch in gewisser Weise sogar heute noch. Also, das ist jetzt keiner. Ich weiß nicht. Also, ich glaube, wenn ich den irgendwo sehen würde oder so, ne? Vielleicht würde ich dem sogar ein Bier ausgeben oder so. Also, jetzt mal. Also, es ist jetzt keiner, der mir so von. Es gibt ja so Leute, die sind einfach unsympathisch einem, ne? Die haben ja vielleicht gar nichts gemacht, die kann man nicht leiden, das passt von der Art ja nicht. Aber für mich war das nie einer, den ich jetzt irgendwie so total abscheulich fand oder so, ne? Also, ich hätte ihn noch hier reingenommen. Aber sag mal, was ist, aber jetzt sag mal ganz ehrlich, was ist denn der jetzt da gewesen? Also, warum hat denn der die Sachen da hochgeladen von dir? Weil ich habe das nicht alles verfolgt. Ja, ich habe nur Ja, gesehen, da hat wahrscheinlich er was wegen hochgeladen und. Empörung generell, Was? ne? Er ist wahrscheinlich Atheist, glaubt nicht an Dämonen und Geister, kann also dementsprechend mit Exorzismus nicht viel anfangen und vermischt dann gewisse Dinge, die dort nach außen hin propagiert werden in die Öffentlichkeit und ist einfach empört und muss wahrscheinlich seine eigene Meinung dazu kundtun, was er durch Reuploads meines Erachtens jetzt nicht wirklich macht. Aber ich kriege schon mit, dass er da sehr, sehr, ich sage mal, von seinem Weltbild her, das er vertritt, doch sehr gekränkt ist. Ja, Und aber deswegen ihn das Thema interessiert. meinst du, das war jetzt, meinst du, der hat das hochgeladen, um dich jetzt hier in Anführungszeichen zu entlarven? Oder meinst du, er hat das hochgeladen, weil der wollte, dass auch mal deine Sichtweise präsentiert wird? Oder was glaubst du, was da so die Nö, ich Intention hatte war? ja, Ich habe das noch nicht so ganz gerafft. also meine Sichtweisen habe ich ja allein durch Kommentarvideos ja nach außen hin zum Besten gegeben. Also warum er da generell nochmal Reuploads macht, ich denke mal, weil es ihn selbst wirklich interessiert, das Thema, und er empört ist über das ein oder andere. Und ich glaube, er sagte mal, er möchte das für die Öffentlichkeit erhalten, warum auch immer, weil das es irgendwann mal vielleicht nicht mehr in der Öffentlichkeit zu finden ist, diese Dinge, diese Videos, die ich da gemacht habe oder hochgeladen habe. Aber er hat sich Ja, jetzt eher darüber empört, dass das schlimm ist, was du gemacht hast, oder im Ganzen, also generell, ob es nun stimmt oder nicht und was davon stimmt, da wird halt viel behauptet und viel aus dem Zusammenhang gerissen. Da geht es ja jetzt nicht nur um Exorzismus allein. Und ja, für ihn ist das halt ein Riesenproblem, wie für viele was andere war denn auch. da jetzt eigentlich, was ist denn da jetzt eigentlich wirklich das Krasse gewesen, was man dir jetzt da irgendwie zur Last. Du musst jetzt nicht drüber reden, ne, wenn ich willst. Aber Na, das habe ich es jetzt auch hat zu nicht. tun, ich denke mal, die meisten empören sich über Exorzismus mit minderjährigen Personen. Erstmal egal, ob die Eltern zustimmen oder nicht. Dann geht es auch um angeblicher Vergewaltigung und sexuellen Missbrauch. Dass du welche vergewaltigt hast, oder was? Genau, ja, das wird, ich will da nicht so tief hineingehen, also stimmt natürlich nicht, aus meiner Sicht stimmt das nicht, aber ich habe darüber auf meinem Kanal auch schon aufgeklärt, warum es zu diesen Dingen gekommen ist. Also es laufen Ermittlungen gegen mich wegen Vergewaltigung, mehrfacher sogar. Also das stimmt, aber ich weiß ja, was ich getan habe und kenne die Wahrheit, deswegen mache ich mir da auch keine Sorgen und kenne auch den Ermittlungsstand daher. Was soll's? Also ist natürlich meines Erachtens überhaupt gar nichts dran. Aber die Leute denken, da ist was dran, weil sie auf gewisse Informationsquellen zurückgreifen, wo sie die Hintergründe nicht kennen und die Kontexte nicht kennen. Also ich habe ja selbst eins der vermeintlichen Opfer zu Wort kommen lassen über diese Anschuldigungen und da wurde einem dann trotzdem immer noch gesagt, du hast sie doch bestimmt gezwungen, diese Aussagen zu machen, dass es keine Vergewaltigung gewesen sein soll und so. Und die Menschen glauben da eher mehr denen, wo sie Weltbilder
vertreten werden, an die man selber glaubt. Und das hat auch damit zu tun, dass halt man sich dann an diesen Dingen hängt und sagt, ja, die werden schon recht haben, die Hacker, was die dort so erzählen und was die da kontextlos posten und veröffentlichen. Ja, das ist übrigens auch noch so ein Ding. Ne? Ich hatte irgendwie kurz in irgendwas reingeguckt. Irgendwas war da. Ich kann sein, dass da irgendwas war, wo der Martin auch gelandet hat. Da ging es, glaube ich, irgendwie darum. Und das habe ich auch nicht ganz gesehen. Ich habe nur ein bisschen reingeguckt. Und es ging ja doch schon sehr stark in die Richtung, der Zweck heiligt die Mittel halt. Ne? In bestimmter Weise stimmt das ja auch. Also ich glaube daran, ja. So wie die Feuerwehr das ja auch macht. Ich habe das ja in dem Beispiel genannt. Ne? Wir müssen sie jetzt aus dem Fenster werfen, weil sie sonst verbrennen sonst. Das ist auch der Zweck heiligt die Mittel. Ich meine jetzt, dass du da gehackt wurdest. Dass das ja schon in die Richtung ging, der Zweck heiligt die Mittel, dann war das ja schon okay, ne? Also was Sie selbst aus Ihrer Sicht, aus Ihrem Kontext gesehen, kann ich das nachvollziehen. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum man gehackte Daten veröffentlicht, anstatt einfach nur das der Polizei zu übergeben, damit die ermitteln, ob da was dran ist. Du hast halt aber du hast halt doch bestimmt komplett gesehen, was die da gemacht haben, oder? Da mit den Mädels waren das. Die haben irgendwelche Streams gemacht, oder? Nochmal was? Da waren doch irgendwelche Mädels, die hatten doch irgendeinen Stream. Ich glaube, irgendwas ist da mal hochgeladen worden. Genau, also ich habe zwar alle diese Videos kommentiert im Großen und Ganzen, auch von den Mädels, die haben ja beide auch multiple Persönlichkeitsstörungen, ja, und habe das auch nochmal kommentiert. Das hat aber jemand anders hochgeladen. Also das findet man nur auf meinem Kanal, die Linkverleitung zu diesem Video. Wie gesagt, also ich weiß nicht mehr, von wem es war, ne? Also es kann sein, dass der Martin irgendwas hochgeladen hat, wo ich mal kurz reingeguckt habe, ne? Aber das ist halt alles, weißt du, es ist halt auch so, dass, ja, es ist halt immer die Frage, ne? Also es gibt da einfach so gewisse Sachen, da heißt es zwar von irgendwelchen Leuten, nee, das geht nicht, da sind wir dagegen, außer wenn es jemand verdient hat. Aber die Frage ist, wer bestimmt das, wer es verdient hat und stimmen dann überhaupt diese Anschuldigungen überhaupt? Ist das dann wirklich so, wie es dargestellt wird, oder wird es vielleicht ein bisschen einseitig dargestellt, werden vielleicht auch Sachen weggelassen, ja? Du sagst es. Das ist halt auch so ein Ding, ne? Und das ist dann schwierig und besonders blöd wird's, wenn man dann irgendwann selber mal derjenige ist, wo andere der Meinung sind, okay, ja, der Zweck hat nicht die Mittel, der hat's ja jetzt verdient und merkt dann selber mal, wie das ist. Also ich glaube, das ist, also ich wäre da immer mega vorsichtig mit sowas, ne? Denn ich glaube, da hat's schon Leute getroffen oder so, ja, die, ich weiß nicht, also irgendwie, weißt du, ich hatte ja da reingeguckt ein bisschen, ja, und weißt du, warum ich das ausgemacht habe? Weil mir irgendwie, wie soll ich denn das jetzt sagen, diese Stimmung oder dieser Vibe, oder ich weiß nicht genau, wie ich das sagen soll, ja, irgendwie, das war für mich irgendwie selbstgerecht, ich weiß nicht genau, wie ich das sagen soll, irgendwie hat mir das nicht gefallen und ich habe mir irgendwie gedacht, ey, da hast du mir auch echt leid getan, ne? Also, dass du dir jetzt am Hals hast. Vielleicht, ich hab die jetzt vielleicht auch am Hals. Aber man muss den Leuten ja mal ein bisschen Futter geben, ne? Aber das ist, ja, vielleicht sind die auch alle super nett, aber das, ich weiß es nicht. Also, für mich war das nichts. Ich konnte mir das nicht angucken, ne? Also, Ich sag mal so, ich glaube ja auch selber an das Karma-Prinzip, weil das ja auch der Bibel entspricht. Und es kann auch sein, mich würde das nicht wundern, wenn die betroffenen Menschen, die dafür verantwortlich sind, ob die Hacker oder die Freunde der Hacker, wer auch immer, wenn sich am Ende herausstellt, dass vieles zu Unrecht war oder halt auch der Staat selber zu dem Entschluss kommt in den Ermittlungen, dass es doch gar nicht so schlimm ist, ja, dass sie das dann eines Tages auch treffen wird. Und es ist ja mittlerweile auch so, dass zumindest zwei Hacker, die auch damit zu tun hatten seit Anfang an, ich würde mal sagen, mehr oder weniger sich bei mir entschuldigt haben für den Vorfall. Die haben auch sehr viele Probleme mit dem Staat natürlich, wer im Hacking aktiv ist. Und die jetzt von sich aus gesagt haben, jetzt werden wir uns die aber mal vorknüpfen. Ja, und ich habe es jetzt nicht dazu aufgefordert, aber kann sein, dass die jetzt durch diese Leute auch Stress bekommen werden in der Zukunft. Mir ist das letztendlich egal, weil Gottes Gerechtigkeit soll dort obsiegen. Und ob jetzt die mit ihren eigenen Waffen dort geschlagen werden oder, sagen wir mal, so Probleme bekommen, das juckt mich relativ wenig. Das ist dann halt so, wie es ist. Weil, wie gesagt, ich finde es jetzt nicht gerecht, was sie gemacht haben in der Gänze. Ich kann aber einiges nachvollziehen, dass sie es gemacht haben.
Ich meine, ich bin ja da nicht dabei gewesen oder was, ne? Ich weiß ja nicht, was da gelaufen ist. Natürlich, wenn du jetzt wirklich jemanden vergewaltigt hättest oder jetzt da, was ich war's, also richtig schlimme Sachen gemacht hättest oder so, ja, dann ist das natürlich absolut Kacke ne? Wenn das jetzt wirklich so wäre, ja? Nur das weiß man ja nicht. Also ich weiß das nicht, ja? Ja, das stimmt, das weiß man. Das Das ist, weiß halt nur die betroffene Person, ob so ist oder ich. Und der Staat ermittelt ja diese Dinge. Und ich Ich meine, vertraue dem ich will Staat das, auch. also wie gesagt, wenn das wirklich so gewesen wäre, ich will das ja auch nicht verteidigen oder sowas, ne? Ich meine, das ist natürlich dann, aber ich denke, das dürfte ja wohl jedem klar sein dann, ne? Ja, Dass das dann natürlich, wenn es so wäre, nicht geht, ne? Aber dann wäre ich wahrscheinlich auch gar nicht hier online, ne? Also, ich glaube, das würde ich mir das nicht ist, wie geben. gesagt, ich meine, ist schon so viel behauptet worden, irgendwelche Leute oder was, ist, ja, und das ist natürlich dann auch, es gab ja auch schon Leute, wo irgendwie behauptet wurde, der und der ist Kinderschänder oder was auch immer war, und dann war der das eventuell gar nicht, oder der kriegt das doch nie wieder los, derjenige, ja? Das Oder da in stimmt, das ist ja Amerika, jetzt wo ja das auch das alles Problem. veröffentlicht wird Ja, oder so, was? natürlich, man würde schon sagen, dass der eigene Ruf in der Öffentlichkeit geschädigt wurde, sehr stark. Aber da ich ja gläubiger Christ bin, kann ich damit umgehen, weil die Bibel ja selber schon sagt, dass ihr wegen euren Glauben auch Probleme haben werdet mit Menschen, die nicht an den Inhalt der Bibel glauben. Und das gibt einen genug Rückhalt und Stärke, dass ich mir sage, diese Leute, die das machen, wissen nicht, was sie tun. Sie müssen mit den Konsequenzen leben. Und meine Nachteile, die ich dadurch bekomme in der Welt, die wird Gott mir wieder im Guten vergelten. Vielleicht werde ich ja jetzt doch 110 Jahre alt, weil das ich jetzt erleiden muss, diesen öffentliche Demütigung, was auch immer.